Sul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Wir sind wieder mit Lia auf den Klippen, wo sie letzte Folge hier richtig Party gemacht hat, aber die Party ist jetzt vorüber. Wir könnten aber natürlich auch mal... Springen wir mal in den Pool? Oder machen wir mal was anderes? Doch, könnten wir eigentlich auch mal machen. Was ist denn ein Schwalbensprung? Ist das so eine Art Köpper? Ich glaube, das ist so eine Art Köpper. Das will ich jetzt sehen. Was ist ein Schwalbensprung? Ja. Ah, oh, sie genießt das hier. Wäre ja für mich jetzt vom Aussehen vom Wasser her nicht unbedingt was. Muss ich ja ehrlich sagen. Runden schwimmen will sie. Lass meine Sims so selten schwimmen, tatsächlich. Sie will Bruno kennenlernen? Nein, ist jetzt gerade uninteressant. Mit Aiden verloben? Nein, das willst du eigentlich nicht wirklich. Einen Busch bestäuben, weil an den Klippen ist. Das schadet schließlich niemandem, nicht wahr? Ja, ja. Muss sie denn? Sie hat doch gar kein Bedürfnis mehr dazu. Naja, dann mach du mal. Dann bekommt sie da... Ach, die ist schon sehr dünn geworden, ne? So. Mit jemandem plaudern möchte sie noch und eine glückliche SMS verschicken. Schreib doch mal eine glückliche SMS an Elias Rowe. Dann ist der vielleicht auch glücklich. Da, 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 dam. Ich würde mir... Oh, du hast recht, Lia. Heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren wir uns. Spielplatzpiraten. Da will er hin. Nee, ihr könnt gerne mal wohin, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt dahin. Wie wäre es, wenn ihr was essen geht? Ach nee, Lia kann ja nicht mehr wirklich essen gehen, oder? Ha! Verflixt, sie kann ja tatsächlich nicht mehr richtig essen gehen. Das ist blöd. So, sie muss sich hier erstmal wieder stärken. Sie hat ganz schön Durst bekommen. Hygiene, ja, die ist auch ein bisschen gefallen. Eine Gruppenversammlung einberufen, mit jemandem plaudern. Komm, lassen Sie mal noch mehr trinken hier. Beziehungsweise die Plasmafrüchte essen. Ah, 6 Tage müssen wir noch durchhalten, wo sie nicht ohne Erlaubnis trinken darf. Was bringt da eigentlich mehr? Die Plasmabeutel, ich glaube, am meisten bringt tatsächlich, wenn sie jemanden mit Erlaubnis aussaugt. Ich glaube, das bringt am meisten. Oh, sie möchte nochmal reinspringen. Ja, dann mach du mal. Wie will sie diesmal reinspringen? Und? Oh, wie langweilig. Warte mal, muss sie nicht? Nee, sie muss heute ja nicht arbeiten. Ja, stimmt, stimmt. Reisen. Ich würde gerne mit ihr... Kimberly und Ashley kann ich nicht mitnehmen. Nicht am Tag. Aber sie könnte doch vielleicht Elias mitnehmen. Zur Karaoke-Bar. So, nach San Myshuno. Hier, Honeypop Karaoke Bar.
Dann können die beiden vielleicht mal ein bisschen zusammen singen. Ich glaube zwar, dass Elias noch gar keinen Plan vom Singen hat. Er ist zwar in den Spin Masters, aber er hat eher Ahnung vom Auflegen und nicht vom Singen und Trällern und Trillieren. Das ist, glaube ich, eigentlich eher weniger momentan noch sein Metier. Aber das bekommen wir schon noch auf die Reihe. Das kriegen wir schon noch hin. Klick auf die Angelschilder, die wir überall finden. Okay, okay, okay. Dein Hintern guckt raus, Lia. Outfit ändern. Was machen wir denn mal Schönes? Wo ist denn das? Ach nee, das hatte ja. Ich habe mich gerade etwas vertan im Sim. Oh, die hat überhaupt keine Hüfte. Die ist so schmal geworden. Krass. Ich finde nach wie vor... Schaut euch mal diesen Blick an. Gefällt er dir etwa, Lia? Kommen hier Tag nach Tag Fragen, Tag verschönern. Mir fällt gerade auf, ist er mittlerweile sogar ein Erwachsener. Müssen wir mal wieder jünger machen, den Guten hier. Ich würde ihm gerne den Wohnungsschlüssel geben. Aber irgendwie können wir das noch nicht. Nein, 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 nein. Flirte mit ihm. Ich möchte, dass sie mal so ein bisschen... Lass sie mal ein bisschen anbandeln hier. Jetzt können wir den Wohnungsschlüssel geben, okay. Ein mutiger Anmachspruch, weil sie jetzt selbstsicher ist. Jetzt darf nur Aiden nicht vorbeikommen. Oh, sie hat gezischt. Das war nicht gut. Zischen ist nicht gut. Anmachspruch? Mit lang verlorener Liebe vergleichen. Wir könnten noch Süßholz raspeln. Happy Hour! Oh, Aiden ist wieder zu Hause. Und sie ist kokett. Techtelmechtel mit jemandem. Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, Toilette benutzen? Wir haben hier, glaube ich, keine Möglichkeit zu techtelmechteln, oder? Oder haben wir hier irgendwo die Möglichkeit? Ich glaube nicht, nein. Oh, er backt da rum. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal mit ihm... ruf ihn mal herbei. Freundlich. Bitten einzuziehen, jawohl. Oh Gott, da singt aber jemand schief. Warte mal, wo können wir jetzt? Ich muss mal gerade stoppen hier. Wie können wir jetzt hier den um eine Verabredung bitten? Geht das hier? Ja, um Verabredung bitten. Wie wär's? Wir könnten doch rein theoretisch erstmal noch hier bleiben. Romantische Aura, Sternengucker-Lounge.
wir können doch mal dahin fahren. Ich glaube, wir waren bislang noch nie in den Sternenkucker-Lounge, oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. So. Dam, da, 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 dam. Dam, dam, da, 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 dam. So. Oh, schön ist das hier oben. Oh, guck mal, hier kann man auch Karaoke singen. Cool. Das ist ja schön hier oben für... flirten, flirten, flirten. Mua. Unsere Lia. Jetzt ist sie hier Lagepeil. Was haben wir denn hier? Tiefe Bindung. Der Aufbau einer engen Beziehung zu anderen ist ein Grund zur Freude. Die Lagepeilen wegen Tanz, wütig, romantische Atmosphäre haben wir hier. Und erregendes Geplänkel. Ein scheues Lächeln und kokette Witze haben die richtige Atmosphäre für Romantik geschaffen. Verabredung massieren. Können wir halten erstmal Händchen. Können wir das denn hier machen? Ich habe keine Ahnung, wo das geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo geht denn das? Anbieten zu verwandeln. Wollen wir mal fragen? Er hätte Bock. Er will tatsächlich in einen Vampir verwandelt werden. Okay, dann ist Elias Rowe also bald auch ein Vampir. Wir haben ja die ganze Stadt voller Vampire. Na bitte, dann altert er nicht mehr. Inata, heißt das sowas wie enough, genug? Elias Rowe hat die Essenz eines Vampires verzehrt und wird sich in ein paar Tagen verwandeln. Kontakt knüpfen haben wir auch. Wo ist denn jetzt hier? Ich würde gerne ihn massieren, aber wo geht denn das? Ich habe keine Ahnung. Zusammensitzen. Ja, das Zischen. Ja, Ocean Smith ist cool. Hä, ihr sollt euch da zusammen hinsetzen. Oh, schön hier mit dem kleinen Feuerchen. Warte mal, könnte ich auch so ein bisschen knuddeln oder so? Kuscheln? Jetzt können wir ihn massieren. Sie mag ihn. Gnadenlos kitzeln. Wenn sie ihn kennenlernt, gilt das als... Ach, das gilt auch als Sprechende. Das war doch hier die... ein voller Erfolg. Er ist selbstsicher. Ja, wir erinnern uns zurück an die Tanzpappe. Die haben wir damals bei Elias das erste Mal gesehen. Ja, die beiden sind irgendwie echt ganz knuffig zusammen.
Aber ich würde ihn definitiv mal wieder etwas jünger machen noch. Oh. Aber ich will bewusst noch nicht, dass sie hier auch ihren ersten Kuss erleben. Das möchte ich noch nicht. Die hat ein cooles Outfit. Die können vielleicht auch gleich mal zusammen singen. Oh, sitze ich da? Tatsache. Ja, die beiden kokett ärgern. Kokett ärgern ist bestimmt auch lustig. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Süß. Sie mag ihn. Liebespärchen. Auf den Grundlagen einer guten Freundschaft ist eine dauerhafte Liebe entstanden. Hier, Duett singen. Ballade. Mit Elias Rowe. Das kann ja nichts geben. Gerade eine Ballade. Sag mir jetzt nicht, dass mein Spiel abgestürzt ist. Oh, Panik. Lia hat Level 7 der... Was zur Hölle? Der crasht unsere Ballade. Der crasht unsere Ballade. Was geht denn da ab? Was geht denn da? Ach man, das war so ein süßer, romantischer Augenblick. Und jetzt kräht der dazwischen. Jetzt haben wir hier drei Sims, die nicht singen können, die irgendwas anderes Schiefes singen. Belohnung, eine legendäre Verabredung. Im Haushaltsinventar deines Sims findest du etwas Besonderes. Zur Erinnerung, meine Güte. Gut, ihr Lieben, wow, die Sternengucker-Lounge ist genial. Hier haben wir auch noch diesen Pool. Richtig, richtig schön. Also hier werde ich mit Sicherheit auch mal häufiger auf Verabredungen gehen. Ja, es knistert zwischen den beiden. Es knistert zwischen den beiden. Ich würde mich für heute aber von euch verabschieden. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen sind wir noch einmal bei Lia, Aiden und Ocean für diese Woche. Und danach sind wir dann wieder bei Gina und Steven. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr denn so von diesen beiden hier zusammen? Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss.